Ja, da sind wir wieder. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer wöchentlichen Webinarreihe Trading für Berufstätige und Vielbeschäftigte. Ja, ist schon wieder eine Woche vorbei. Ich war jetzt 2 Wochen nicht live, freue mich auf das heutige Webinar und bin natürlich auch sehr happy darüber, dass Sie so zahlreich eingeschaltet haben. Bei uns heute zu Gast, Sie sehen es auf der ersten Startfolie, dass wir die Tradinggruppe 2.0 hier für uns gewinnen konnten heute. Und vielleicht noch für die Neulinge, wir haben ja auch immer wieder den einen oder anderen neuen Neuzuwachs unserer Webinarreihe. Zu meiner Person, mein Name ist Markus Landau und ich bin hier bei der DZ Bank Derivatexperte und kümmere mich um die Moderation und möchte ein paar einleitende Worte loswerden, Ihnen die Agenda vorstellen, bevor ich dann an die Trading-Gruppe 2.0 abgebe. Ja, was haben wir heute im Angebot für Sie? Was steht auf der Agenda? Ich springe mal gleich zur Startfolie. Ja, Sie sehen einige Punkte. Ich möchte gleich noch eine Folie auflegen mit einer Ankündigung, Vorab-Ankündigung zum Online-Börsentag München, der ansteht, wird diesen Freitag stattfinden. Dazu aber gleich noch ein bisschen mehr. Weiterhin im Fokus heute, ja, der DAX. Und da hier die Frage, ja, ist das Fass kurz vorm Überlaufen oder, das ist mal so ketzerisch formuliert, oder sollte man jetzt erst recht einsteigen? Wir haben heute wieder heute Morgen Zählerstände gesehen von über 14.500. Und da sind wir einfach mal gespannt, was unsere Experten denn für eine Einschätzung haben. Natürlich allgemeiner Marktüberblick, der darf auch nicht fehlen. Und wenn wir die Zinsen uns in Übersee anschauen, die 10-jährigen Treasury Bonds, 10-jährige Anleihen, dann sind die auch wieder über 1,6% die Renditen geklettert. Und ja, wenn ich die letzten Wochen die Analysten Aussagen für den lauschen konnte, hat man schon so gehört, dass knapp 2% Rendite kein Problem sein sollten. Die Frage nur ist eben nur gewesen, weil die Entwicklung so schnell kam, aber es sollte verkraftbar sein für die Aktienmärkte und diese nicht abwürgen. Inflation ist natürlich weiterhin omnipräsentes Thema und da gibt es natürlich einige Möglichkeiten, wie man sich dagegen in der Zukunft absichern kann und ja, zum einen kann man natürlich über Rohstoffe direkt sich absichern, aber auch Aktien long sein ist ein Inflationshedge, weil man hier durch direktes Teilhaben an den realen Assets Cashflow beteiligt ist, Dividendenausschüttung. Insofern könnte es schon sein, dass es weiter noch nach oben geht, weil das eine sehr, sehr einfache, leichte Möglichkeit ist, da sich auch gegen die Inflation abzusichern. Ja, es sollen auch wieder Einzelaktien nicht fehlen. Ein Rückblick wird es eben auch nochmal geben. Einzelaktien bitte, wenn Sie die ein oder andere Aktie analysiert haben möchten. Der Stefan nimmt sich am Ende des Webinars dann auch noch wieder die Zeit und greift die eine oder andere Aktie raus und wird die dann charttechnisch analysieren. Trading Setups haben wir auch wieder 2 dabei. Und die Fragen bitte wieder in den Chat und wir gucken, was wir beantworten können. Ja, ich komme aber erst einmal zu den rechtlichen Hinweisen, bevor ich dann nochmal die Börsentagfolie auflege. Das Webinar richtet sich an kundige Selbstentscheider mit Erfahrung in Hebelprodukten. Alles, was wir im Webinar besprechen zu Hebelprodukten, dient nur zu Demonstrationszwecken, ist nicht als Empfehlung zu sehen und auch nicht als Beratung, ersetzt also auch keine Beratung. Und ja, Totalverlustrisiko und das Emittentenausfallrisiko, Schrägstrich Bonitätsrisiko, sollte man im Blick behalten. Jetzt zur Ankündigung des Münchner Börsentags virtuell diesmal wieder und ja, am Freitag, 19. März, diesen Freitag zwischen 9 und 18 Uhr. Ja, ein Vortrag wird es von meinem Kollegen Falco Block geben, 10 Uhr in dem virtuellen Showroom 1 und das Thema ist: Alles wird gut, kommt jetzt der Post-Corona-Boom. Mal gucken, was es da für ein Update gibt. Sie können sich mit dem PC, Tablet oder mit dem Smartphone einwählen, daran teilnehmen und hier unten habe ich nochmal ganz am Ende entsprechend die kostenfreie Anmeldung. Über den Link können Sie sich einwählen, beigefügt. Ich werde den Link gleich nochmal in den allgemeinen Chat posten. Ja, das waren die Eingangsworte und deswegen würde ich jetzt übergeben, dass wir die entsprechenden orangenen anderen Punkte abhaken und der Ingmar fängt jetzt meines Erachtens direkt an mit einem Rückblick und übergebe dir das Wort, melde mich dann später wieder. Viel Spaß!
Super, vielen Dank, Markus. Auch von mir bzw. uns natürlich einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass Sie wieder so zahlreich mit von der Partie sind. Und wie immer wollen wir natürlich mit einem kurzen Rückblick auf unser letztes Webinar starten. Wir waren am 22.02. das letzte Mal hier präsent und dort hatten wir wieder zwei Strategien vorgestellt, einmal auf den Euro-US-Dollar und auf den DAX. Schauen wir zunächst einmal auf die Strategie vom Euro-US-Dollar. Dort hatten wir eben aufgezeigt, dass die Vorfilter anzeigen, wir sollten uns eher auf die Short-Seite stellen. Und laut Stefan sollte man aber erst einsteigen mit einem Stop-Buy in den Short bei 1,1940. Also nicht verwirren lassen, dass jetzt hier Stop-Buy steht, obwohl es ein Short ist. Wir steigen ja Stop-Buy in den Short ein. Der steigt ja bei fallenden Preisen der Short. Deshalb steht hier Stop-Buy. Dann wollten wir eben dort einsteigen mit den Zielen bei 1,18, 1,16 und 1,12 und einem Stopp bei 1,22. Aktueller Kurs von eben war 1,1930. Und wir können uns das Ganze jetzt auch nochmal kurz hier im Chart anschauen. Wir sehen eben blau eingekreist wieder den Tag des letzten Webinars. Das war eben dieser 22.02. Und jetzt sieht man auch, warum der Stefan gesagt hat, wir wollen erst dann mit dem Stop-Buy bei 1,1940 einsteigen, weil dann das letzte Zwischentief hier nach unten durchbrochen wurde. Und Stefan, vielleicht ganz kurz, bevor ich jetzt auf den nächsten Wert schaue beim Rückblick. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz was zum Euro-US-Dollar sagen, weil das ja sicherlich für viele hier interessant ist, dort eine aktuelle Einschätzung zu hören, weil wir jetzt in den Trade ja kürzlich eingestiegen sind. Genau, hallo nochmal von meiner Seite. So, jetzt haben wir den richtigen Monitor. Genau, da ist jetzt der Euro im Verhältnis zum US-Dollar zu erkennen und was man eben sehr schön sehen kann, es ging hier zunächst im vergangenen Jahr klar nach oben und dann hatten wir ja diese weiter fallenden Tiefpunkte drin. Da hatten wir jetzt zuletzt auch ein neues Tief markiert und deswegen ist eben davon auszugehen, dass der Euro da ein Stück weit weiter nach unten kommt. Wir haben von der technischen Seite eine Trendwende drin. Von dem Trade her, aktuell bietet sich über dem letzten Zwischenhoch, das wir hier markiert haben, so bei rund 1,23 die Absicherung an der Stoppkurs. Und wenn es dann eben weiter nach unten geht, und dann bietet sich eben dann entsprechend über die letzten Zwischenhochs, über die letzten markanten Zwischenhochs dann ein weiteres Nachziehen der Stoppkurse an für die Short-Position. Die läuft ja momentan soweit ganz prima und vom fundamentalen Hintergrund, das hatten wir ja auch schon bei der Vorstellung des Trades erwähnt. Das ist eben so, dass momentan mit der global anziehenden Konjunktur mit einer steigenden Inflationsrate, mit einer steigenden Teuerungsrate gerechnet wird, jetzt speziell in den USA, wo ja dieses 1,9 Billionen US-Dollar schwere Konjunkturpaket unter der neuen Regierung Biden verabschiedet worden ist. Und da hat man eben die Sorge, dass sich damit die Preise verteuern werden. Und darauf müsste dann die US-Notenbank entsprechend reagieren und dann eben Liquidität absaugen, beziehungsweise im weiteren Hinblick sogar die Zinsen anheben. Und damit würde das Geld, das hatte ich ja das letzte Mal auch schon erklärt, rein volkswirtschaftlich betrachtet, sucht das Geld immer den Weg zur besten Rendite. Und wenn in den USA da einfach mehr geboten wird, weil die Notenbank reagiert, während in Europa die EZB ja nochmal bekräftigt hat, dass es bei den Anleihekaufprogrammen bleiben wird, und dann würde der US-Dollar eben damit gestärkt werden, was natürlich den Euro weiter in den Keller schicken sollte. Und insofern passt das fundamentale Umfeld, der Hintergrund ebenfalls zu dieser Strategie. Und wie gesagt, von der Technik sieht es ohnehin so aus, als ob es da weiter nach unten geht. Als nächstes Kursziel haben wir die zwei Tiefpunkte von ja, dem Herbst des vergangenen Jahres. Das sind wir irgendwo so grob um die 1,16 rum. Und da gehe ich davon aus, dass wir das in den nächsten Wochen dann auch erreichen werden. Und dann muss man einfach mal schauen, wie viel Druck ist da noch drauf? Wie sieht es auch aus von der Notenbankpolitik, von der Geldpolitik in den USA oder auch in Europa? Und dann kann man schauen, ob es da eben dann sogar eine obere Umkehrformation gibt für die Freunde der Charttechnik. Da könnte sich hier eine Kopf-Schulter-Formation ergeben. Das heißt, wenn wir hier nochmal so einen kleinen Aufwärts
eine kleine Aufwärtsbewegung drin haben, dann wäre da die Nackenlinie eben bei der 1,16. Wenn wir da drunter brechen, dann sieht es eben ganz, ganz schlecht aus. Aber wie gesagt, bis dahin sehen wir uns eh nochmal und dann können wir auch nochmal auf diesen Trade eingehen und können nochmal gucken, wie eben die weitere Entwicklung ist. Soweit von meiner Seite, Ingmar, dann würde ich an dich übergeben, dann können wir gleich mit dem DAX nochmal starten. Super, perfekt, haben wir das Update auch abgearbeitet und dann wollen wir als nächstes auf die Strategie vom DAX schauen. Da werden wir ja nachher ohnehin als ersten Wert wieder drüber sprechen, aber schon beim letzten Webinar hatten wir ja aufgezeigt, aufgrund der Vorfilter, dass wir davon ausgehen, dass der Markt weiter ansteigen wird. Allerdings hatten wir ein Limit gesetzt bei 13.500, beziehungsweise hatten gesagt, es könnte sinnvoller sein, eben zu warten, ob der Markt noch mal ein bisschen zurücksetzt, damit man ein interessanteres Chance-Risiko-Verhältnis hat. Bei 13.500 dann einsteigen in diese Long-Position mit den Zielen bei 14.200, 14.500 und 15.000 Punkten und einem Stopp dann bei 12.900. Man sieht aktueller Kurs von vorhin 14.461, also war schon richtig die Maßgabe, dass wir uns eher auf die Long-Seite stellen wollen. Aber wir müssen hier, weil wir ja natürlich auch nicht jede Woche oder jeden Tag hier ein Webinar haben, mit Limits arbeiten, mit Stop-Buy-Orders oder Sonstiges, damit man auch eine entsprechende Bestätigung hat. Und da sieht man eben hier den 22.02., das war der Tag des Webinars, hier unten bei 13.500, das war das Limit. Bis dahin sind wir nicht mehr zurückgefallen, stattdessen ging es direkt bergauf und nicht verwunderlich wurde diese Seitwärtsrange dann nach oben durchbrochen. Ich fand es ganz interessant, hatte auch in einem ein oder anderen Webinar darauf hingewiesen, gerade am Ende dieser Seitwärtsrange, die wir hier sehen oder schon gesehen haben, seit mehreren Wochen haben mich immer mehr Mails erreicht, wo stand, okay, Ingmar, wie kann ich denn von so einer Seitwärtsphase profitieren? Kannst du mir mal einen Tipp geben oder Sonstiges? Und das war ganz interessant, weil gerade dann vermehrt immer mehr diese Mails kamen und ich dann eben gesagt habe, Achtung, meiner Meinung nach kann es hier in Kürze zu einem Ausbruch nach oben oder nach unten kommen, weil eben diese Seitwärtsphase schon sehr, sehr lange vonstatten ging. Das ist eben oftmals das Problem, dass man wartet, wartet, wartet. Dann gibt es eine Seitwärtsbewegung, die über Wochen oder Monate gelaufen ist. Dann ärgert man sich, dass man nicht wirklich davon profitiert hat und überlegt sich, okay, wie hätte ich es denn vielleicht besser machen können? Und man neigt dann eben dazu, seine Strategie, die man vorher hatte, über Bord zu werfen, dann auf eine neue Strategie zu wechseln, zum Beispiel dann auf Seitwärtsphasen zu gehen. Und schwupp, kommt es auf einmal zu einem Ausbruch. Und dann würde man sich eben genauso ärgern, dass man dann auf einmal nicht mehr an seiner alten Strategie festgehalten hat. Von daher ist es natürlich durchaus sinnvoll, wenn man ein System hat oder eine Strategie, nach der man vorgeht, dass man diese natürlich konsequent umsetzt. Es wird immer Phasen geben, wo das Ganze nicht funktioniert, dann wird es wieder Phasen geben, wo es sehr, sehr gut funktioniert. Aber dieses Hin- und Herspringen, je nach Marktlage, das führt tendenziell dazu, dass man eher dann immer nach einer schlechten Phase in ein anderes System quasi rüberspringt, wo es gerade gut lief, dann läuft man da eine Drawdown-Phase oder so eine Verlustphase rein, dann springt man wieder ins nächste System und so weiter und so fort. Und das ist im Endeffekt das, was man hier auch gesehen hat, als dann diese Seitwärtsphase sehr, sehr lange schon anhielt, dass dann, wie gesagt, mehrfach diese Anfragen kamen, wie kann man davon profitieren? Und dann kam eben dieser Ausbruch nach oben. Ich hatte ja schon gesagt, für mich war das nicht verwunderlich. Wir hatten ja auch darauf hingewiesen beim letzten Webinar schon, dass wir davon ausgehen, dass dieser Ausbruch nach oben stattfinden wird. Warum sind wir davon ausgegangen? Ganz einfach, wenn man sich zunächst einmal die klassische Saisonalität anschaut für den DAX, dann zeigt die ja schon seit Ende Januar im Endeffekt ganz klar aufwärts. Ich glaube, das kann ja jeder jetzt sehr gut erkennen auf dieser Seite ab Ende Januar. Da sieht man so ein Tief. Bis in den Juli hinein zeigt die klassische Saisonalität hier über 30 Jahre ganz klar aufwärts. Das war schon mal der erste Vorfilter, der angezeigt hat, dass man davon ausgehen könnte, dass der DAX auch in diesem Jahr wieder zur Stärke neigen könnte. Dann ein weiterer sehr wichtiger Vorfilter, wie ich finde, das sind die 4-Jahres-Wahlzyklen. Dabei wird der US-Wahlzyklus genommen und umgemünzt quasi auf den DAX. Und wir hatten letztes Jahr in den USA ein Wahljahr, also haben wir jetzt ein Nachwahljahr. Dann gucken wir uns das einfach mal an, wie das rein saisonal betrachtet aussieht. Und was sieht man eben? Man sieht, dass man so bis Ende Februar, sogar teilweise bis in den März hinein, eher mit einer Prognoseunsicherheit rechnen kann. Also es gibt ganz keinen klaren Trend, den man erkennt. Anders ausgedrückt, wie wir es im DAX auch gesehen haben, es lief mehr oder weniger seitwärts. Aber jetzt seit Ende Februar beziehungsweise jetzt ab Mitte März zeigt dieses Nachwahljahr ganz klar aufwärts. Es gibt zwar zwischenzeitlich immer wieder Korrekturen, aber übergeordnet kann man eigentlich davon ausgehen, dass Nachwahljahre börsenstarke Jahre werden.
Muss natürlich nicht in jedem Jahr so sein, oder in jedem Jahr kann man gar nicht sagen, alle 4 Jahre so sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist davon erhöht. Und wir wollen ja in Richtung der Wahrscheinlichkeit handeln und uns nicht dagegen stellen. Also hat auch das angezeigt, dieser 4-Jahres-Wahlzyklus, dass wir damit aus oder rechnen können, dass eben diese Seitwärtsrange nach oben verlassen wird. Ein weiterer Punkt, der auch immer wieder interessant ist, das ist der Fear and Greed Index, also der Angst- und Gier-Index aus den USA. Und man sieht, dass wir knapp über neutral sind. Also auch haben wir hier nicht den Fall, dass wir jetzt sagen, wir sind schon in einer super extremen Gierphase, dass die Märkte mal zur Korrektur neigen könnten. Es zeigt eben, dass das Sentiment nicht dagegen spricht, dass der Markt sogar noch weiter ansteigen kann. Ganz interessant wird es natürlich dann, wenn jetzt immer mehr Marktteilnehmer in den Markt reinkommen, auch diese Gier eben ansteigt, dass man denkt, die Märkte werden jetzt immer weiter steigen und dieses Barometer quasi sich Richtung 100 bewegt. Dann wäre das auf jeden Fall etwas, wo man vorsichtig werden muss und eben dann vielleicht mal die ein oder andere Position auch abbauen könnte. Momentan zeigt mir das aber auf jeden Fall an, wir sind nicht in dieser Phase, dass jetzt schon die Marktteilnehmer vermehrt davon ausgehen, dass wir jetzt extrem weiterlaufen, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde auch, wenn man sich hier in Deutschland umhört oder umsieht in verschiedenen Communities, es wird jeden Tag eigentlich immer wieder darüber geschrieben, ich gehe davon aus, der Markt fällt, es wird bald eine dritte Welle kommen, der Markt muss runter, es gibt schlechte Daten, die Zinsen steigen und so weiter und so fort. Aber der Markt ist stabil. Und wir haben es eben schon gehört vom Markus, ja, die Anleihenrenditen steigen. Nichtsdestotrotz sind die Märkte bisweilen zumindest noch sehr, sehr stabil, was wenn man sich das Ganze mal anschaut. Und das würde eher dafür sprechen, momentan zumindest noch, dass wir weiter ansteigen können. Interessant wird es natürlich jetzt rein charttechnisch, aber da wird der Stefan gleich was zu sagen, wenn wir vielleicht nochmal im DAX zum Beispiel eine leichte Korrektur sehen, in Richtung des Ausbruchslevels und uns dann nochmal long positionieren könnten. Aber Stefan, damit würde ich auch schon zu dir übergeben, dass du mal aufzeigen kannst, wie das Ganze charttechnisch aussieht beim DAX und wo sich dann entsprechend nochmal ein Einstieg anbieten könnte, bevor dann hoffentlich der Anstieg kommt. Genau, und ich beginne an der Stelle zunächst mit der langfristigen Betrachtung, einfach damit man sehen kann, wo kommen wir denn her, wo gibt es denn da in der historisch irgendwelche Unterstützungen oder von der Bewertung her, wie sind wir da langfristig aufgestellt? Und da sieht es eben ganz interessant aus, dass wir seit dem Tief, was wir Anfang letzten Jahres nach Ausbruch der Corona-Pandemie hatten, da hatten wir dann ein Kaufsignal hier unten drin und momentan sind wir hier noch im Aufschwung drin und sind hier auch von den höheren Bewertungen, was wir in der Vergangenheit hatten, wo es dann wirklich große Trendwechsel gab oder zumindest Korrekturen, Abwärtsbewegungen, da sind wir noch weit davon entfernt. Das bedeutet, wir könnten aus dem Betrachtungswinkel dann auch in den kommenden Monaten dann noch weiter klettern. Und wie gesagt, wenn man sich das dann auf den Chart nochmal überträgt, da sind wir eben in der langfristigen Betrachtung, ist die 15.000 hier nicht weit entfernt. Und wenn wir da drüber klettern, da wäre eben weiteren Jahresverlauf da durchaus noch einiges zu holen. Und von der Saisonalität, Ingmar hat es ja schon erwähnt, da sieht es jetzt zunächst bis Ende April erstmal gut aus. Dann haben wir so einen kleinen, ein bisschen uneinheitliche Aufwärtstendenz bis Ende Juni. Und dann im Juli wird es dann in der ersten Hälfte wird es nochmal kräftig in der Regel. Und dann kommt eben dann die schwierige Phase August, September. Aber bis dahin sieht es eigentlich nicht schlecht aus. Ich habe jetzt hier nochmal die Wochenbasis eingeblendet. Auch da sind wir zwar schon in einem fortgeschrittenen Niveau aktuell, weil die Bewegung, die wir seit dem Ende des vergangenen Jahres hatten, die ist natürlich schon etwas fortgeschritten und da könnte es natürlich dann im weiteren Jahresverlauf dann auch nochmal den einen oder anderen Rücksetzer geben. Aber insgesamt der Trend zeigt weiter nach oben und was Ingmar auch schon erwähnt hat, das ist das Thema mit der Angst und der Gier beziehungsweise ja eben die Ängste, die in Bezug, habe ich auch schon beim Euro gegen den US-Dollar angesprochen, in Bezug auf die Inflation, auf die steigende Inflation, die ganzen Maßnahmenpakete, die beschlossen worden sind, die unterstützen natürlich den konjunkturellen Aufschwung, beziehungsweise das Paket, was in den USA jetzt zuletzt verabschiedet wurde, das dürfte sogar nochmal den Turbo zünden in der US-Konjunktur und da ist eben davon auszugehen, dass die Kurse dann eben weiter nach oben klettern. Die Unternehmen machen wieder steigende Gewinne und das sieht erstmal ganz gut aus. Und wie gesagt, diese Angst, die dann aber da ist auf der anderen Seite, dass das Ganze zu einer steigenden Teuerungsrate führen könnte, beziehungsweise dann auch zu einer Zinswende,
Das mag zwar durchaus sein, allerdings eine große oder ein Umschwung zu einem Bärenmarkt gab es in der Vergangenheit immer nur nach einem Zyklus steigender Zinsen. Und momentan haben wir ja noch Niedrigzinsen, da ist ja noch nicht mal so richtig eine Trendwende von unten nach oben zu erkennen. Geschweige denn haben wir da einen langen Zyklus steigender Zinsen schon hinter uns. Und insofern dürfte auch der Aufschwung am Aktienmarkt weiter nach oben gehen. Und dann haben wir auf der anderen Seite natürlich die Skeptiker, die sagen, ja, am langen Ende steigen die US-Zinsen schon am Kapitalmarkt und da muss die Notenbank dann reagieren. Oder vereinfacht ausgedrückt, es gibt ja immer das ja die Konkurrenz zwischen Anleihe und Aktie. Und wenn natürlich der Zins für die Anleihen steigt und dann würde das ja wieder eine Alternative zur Aktie werden. Ist es allerdings nicht, weil der Realzins ist ja nach wie vor im negativen Bereich. Da muss man den Zins von der Zins muss man die Teuerungsrate abziehen und da sind wir eben dann noch negativ. Das heißt, momentan sehe ich da noch keinen Grund von der fundamentalen Seite, wieso der Aufschwung enden sollte. Ich habe allerdings jetzt hier mal das kurzfristige Bild. Da haben wir den DAX auf der Tagesebene und hier ist zum Beispiel jetzt mal ein Stochastikindikator drin. Das ist der oszilliert hier eben zwischen minus 100 und ja, oder um die Nulllinie herum und da sieht man, wir sind im oberen Bereich hier kurzfristig angelangt und das ist für mich ein Anzeichen dafür, dass wir vielleicht jetzt in den weiteren Tagen des März da nochmal einen ganz kleinen Rücksetzer sehen könnten und da gehe ich dann auch schon in die Stundenebene rein, da sind wir noch in der Tagesebene, genau, und was da zu sehen ist, wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten immer wieder steigende Tiefpunkte zu verzeichnen gehabt. Und der Aufwärtstrend setzt sich ja eben durch diese steigenden Tiefpunkte zusammen, so lässt es sich zumindest mathematisch definieren. Und was wir jetzt eben hatten, das ist zuletzt ein sehr steilen Anstieg und jetzt sollte zumindest hier nochmal so ein Rücksetzer kommen, wo wir möglicherweise hier diese Region um rund 14.100 nochmal als Unterstützung bestätigen. Kann allerdings auch sein, dass wir gemäß eben dieser Dow-Theorie, dass der steigende Aufwärtstrend sich durch steigende Tiefpunkte zusammensetzt, dass wir da noch ein Stück drunter fallen und in die Nähe dieses letzten Zwischentiefs bei rund 13.700 zurückfallen. Und da wäre es natürlich dann jetzt eben auf der Stundenebene interessant, da eine Order zu platzieren, dass wir sagen, okay, wir sind hier irgendwo bei 13.800 eben für den kurzfristigen Trade und der lässt sich dann bei 13.600 absichern. Jetzt gehen wir allerdings nochmal in die Tagesebene nach oben und gucken uns das dann da nochmal an, wie das aussieht. Und da sieht es natürlich dann, das, was ich erklärt habe, das ist dann schon eher für Daytrader geeignet. Interessanter wird es natürlich, wenn man sich diese markanten steigenden, da haben wir ein kleines Fehlsignal drin gehabt, steigenden Tiefpunkte. Und da könnte der DAX durchaus nochmal unter die 3.700, 3.800 fallen. Das letzte markante Tief ist hier irgendwo bei 3.300, 3.200 drin. Und da könnte man dann, wenn man dann wirklich mittelfristig orientiert ist und davon ausgeht, dass es dann nochmal einen Rücksetzer gibt in einem größeren Ausmaß, bevor es dann weiter steil nach oben geht, ein Limit bei rund 13.500 reinlegen, Stoppkurs 12.900 und dann nach oben hin die Ziele 14.200, 14.500 und 14.600 beziehungsweise und dann die 15.000 und dann sind wir schon im Bereich von neuen Hochpunkten. Das wäre, wie gesagt, dann eine interessante Strategie für einen Long-Einstieg und damit könnte man sich dann für eine mittelfristige Aufwärtsbewegung schön positionieren. Gefährlich wird es natürlich, wenn wir da unter das letzte Zwischentief fallen, denn dann haben wir per Definition eine Trendwende drin und dann sieht es danach aus, als ob wir da weiter zurückkommen. Soweit zur Technik und auch zum Trading-Setup und jetzt von der fundamentalen Seite ist es ja so, wie gesagt, die Konjunktur sollte laufen. Wir hatten es in der vorletzten Woche gesehen, dass die Inflationsängste, die Zinsängste den Markt auch mal wieder belasten können. Davon gehe ich auch aus. Wir haben in dieser Woche ja den Offenmarktausschuss, die Tagung der US-Notenbank und da muss man dann gucken, ob die
Worte reichen, um die Marktteilnehmer zu besänftigen im Hinblick auf eben diese Ängste, im Hinblick auf steigende Zinsen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann es auch nochmal etwas zurückgehen, dann können wir nochmal ein Stück weit zurückfallen. Auf der anderen Seite jetzt speziell auf den DAX haben wir heute die brandaktuelle Nachricht, dass eben die Impfung mit dem Vakzin von AstraZeneca erstmal ausgesetzt ist. Das ist auch nicht unbedingt eine positive Nachricht, denn Deutschland ist da eh schon etwas hinten dran. Und je nachdem, wie es da weitergeht, kann das natürlich kurzfristig auch nochmal einen negativen Impuls haben, denn die Märkte preisen ja schon einen konjunkturellen Aufschwung ein. Und wenn es eben verzögert wird durch die momentane Impfstrategie, dann kann das natürlich auch nochmal zu einer kleinen Enttäuschung führen, was eben, wie gesagt, jetzt in den nächsten 1, 2 Wochen vielleicht nochmal zu einem Rücksetzer führen könnte. Dann würde sich damit eben die Möglichkeit ergeben, in den bereits laufenden Aufwärtstrend nochmal günstig reinzukommen. Also ich wiederhole am Ende nochmal die Bedingungenlimit 13.500 für die mittelfristige Strategie, Ausstieg 12.900, die Ziele 14.2, 14.5, 15.000 und dann nach oben hin in 500er Schritten, weil wir da ein historisches Neuland haben, 15, 5, 16. Und das sind auch Zahlen, die ich im weiteren Jahresverlauf durchaus für erreichbar halte. Damit würde ich an den Markus übergeben. Der kann Ihnen dann nochmal zeigen, wie man die passende Strategie zu diesen oder die passenden Werte zu dieser Strategie heraussucht. Und wir hören uns dann gleich wieder mit dem nächsten Trading Setup. Ja, ich bin fleißig gewesen in der Zwischenzeit und habe schon mal den Guidance-Desktop hier. Ich werde dann im Nachgang auch hier nochmal den Link in den Chat reinposten, wie zu dem Börsen-Online-Tag, damit Sie da jetzt nicht suchen müssen. Ja, fleißig gewesen insofern, dass ich die Long-Strategie, die der Stefan eben angesprochen hatte, für den DAX eingetragen habe, schon angewendet habe. Was passiert hier? Hier werden mit diesem Link nur Endlos-Turbos ausgewählt oder gefiltert. Und der Guidance Desktop setzt sich aus drei Ebenen zusammen. Zum einen hier oben, ich hoffe, Sie sehen meine Maus, einmal eine Grafik. Sie haben hier in der Mitte die Eingabefläche und hier unten werden entsprechend passende Endlos-Turbos von uns, von der DZ Bank hier ausgewählt. Wir sehen, dass ich hier schon die richtige Auswahl getroffen habe. Es handelt sich um eine Long-Strategie. Welcher Basiswert hier verwendet wird und dass wir den richtigen ausgewählt haben, sehen wir hier beim Basiswert. Hier können Sie übrigens über die Suche einen anderen Basiswert dann auch schnell eingeben. Hier sehen wir auf jeden Fall den DAX und die Parameter vom Stefan Einstieg 13.500 Kursziel. Da hatte ich jetzt mal die 14.500 eingeben. Da können Sie aber gerne nochmal auch variabel mit rumspielen. Beim Kursziel eingegeben. Und den Stop-Loss bei 12.900. Und dann bekommen Sie eine Reihe von Produkten hier ausgefiltert, ausgeworfen mit Hebel, mit WKN, mit Knockout. Und hier orientieren wir uns mit Knockout eben an dem Stop-Loss, den wir hier eingetragen haben. Und je nachdem, was für ein Puffer Sie hier eintragen, 10%, bekommen Sie die ganzen Knockout-Schwellen angezeigt, die 10% unter diesen 12.900 liegen. Grafischer Abgleich hier oben, da sehen Sie nochmal, dass Sie richtig sind. 13.500 ist das Einstiegslevel, das ist auch immer farblich hinterlegt. Hier blau, 12.9 ist das Stop-Loss, rot. Und die Zielgrenze, die 14.500, hier das Kursziel mit 14.500 angegeben, zeigt Ihnen einfach dann auch, dass Sie grafisch auf der richtigen Seite sind. Ja, Sie sehen eine Menge von Geldbriefkurs. Sie sehen einige Positionen, die Sie hier oder Features, die Sie hier rauslesen können, Möglichkeiten, Details. Und Sie haben hier noch die Möglichkeit, mit diesem Knopf beispielsweise einen Broker auszuwählen. Wenn Sie zum Beispiel jetzt sagen, okay, ich bin bei der Consorsbank oder ING oder wo auch immer, können Sie das eingeben und klicken auf die WGN vorne, dann werden Sie direkt zu Ihrem Broker weitergeleitet. Ja, den Link, wie gesagt, den poste ich jetzt gleich nochmal in den Chat und dann machen wir einfach weiter mit dem zweiten Basiswert. Ich weiß nicht, ob wir ihn schon verraten haben, aber Pfund versus US-Dollar, Währungspärchen und die Tendenz ist Short. Genau.
Sehr gut, dann können wir jetzt direkt schon weitergeben zum Stefan mit der Charttechnik. Also, wollen wir uns noch mal ganz kurz die... Was lachst du? Nee, weil du meintest schon, die Tendenz ist short. Dann habe ich gesagt, dann können wir ja eigentlich schon direkt zum Stefan weitergeben für die Charttechnik. Gut, dann radiere ich das mal aus. Okay, alles klar. Also, lasst uns überraschen, wie die Tendenz ist. Wir gucken uns verschiedene Vorfilter an wieder. Zum einen das Sentiment, dann die Saisonalität und natürlich die COT-Daten. Wir nutzen natürlich noch weitere Vorfilter, aber das sind jetzt drei, die man sehr gut nachvollziehen kann. Aus diesem Grund blicken wir zunächst einmal auf das Sentiment. Das war zuletzt beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar sehr, sehr bullig, sehr positiv. Wir sehen, dass das sogar das bulligste Sentiment war in dieser Historie seit 2011 in diesem Chart. Also die Marktteilnehmer sind sehr extrem davon ausgegangen, dass das britische Pfund weiter steigen sollte. Und das ist ja für uns ein Kontraindikator. Also zeigt mir das schon mal an, dass ich mich eher darauf einstellen sollte, dass das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar noch mal etwas korrigieren könnte. Das Zweite, was wir uns angucken wollen, ist die Saisonalität. Die zeigt jetzt bis Mitte März, da befinden wir uns ja gerade abwärts. Dann gibt es einen kurzen Part nochmal, wo es saisonal eigentlich positiv aussieht, bevor es dann wiederum abwärts geht. Also die Tendenz insgesamt übergeordnet abwärts, aber man muss ein bisschen aufpassen. Es kann durchaus sein, zumindest rein saisonal betrachtet, dass es hier jetzt nochmal einen Monat, anderthalb Monate aufwärts geht, bevor dann eine potenzielle Abwärtsbewegung einsetzt. Aber der dritte Punkt ist auch noch sehr interessant, und zwar die COT-Daten. Hier gucken wir ja auf die Nettoposition der Commercials. Wir sehen eben, dass diese schon deutlich netto short positioniert sind. Wenn wir einfach mal gucken, was dann in der Vergangenheit passiert ist auf diesen Niveaus, das war hier 2018 der Fall. Danach ging es anschließend deutlich bergab. 2014, danach ging es deutlich bergab. 2012, danach ging es deutlich bergab. Also man sieht schon, dass die Commercials eine deutliche Netto-Short-Position eingenommen haben. Auch das zeigt mir eben auf, dass ich mit einer Korrektur rechnen könnte. Heißt also, wir haben jetzt hier kein Idealszenario, dass alle drei Vorfilter das gleiche anzeigen, aber COT-Daten würden die Short-Seite präferieren. Sentiment würden ebenfalls die Short-Seite präferieren. Das Einzige, was noch dagegen spricht momentan, ist die Saisonalität, die jetzt kurzfristig bullig ist. Aber nichtsdestotrotz kann es hier interessant sein, schon eine Short-Position aufzubauen. Und wir wollen das ja ohnehin auch mit der Charttechnik kombinieren, damit wir eine entsprechende Preisbestätigung haben. Sollte jetzt eben das britische Pfund nochmal deutlicher anziehen, dass wir vielleicht dann auch eben aufgrund der Charttechnik ein besseres Timing hinbekommen. Und damit, Stefan, würde ich auch schon an dich übergeben, damit wir nachher auch genügend Zeit haben, noch die Einzelaktien, die eben angefragt wurden, zu besprechen. Genau, und so, da haben wir wieder den passenden Bildschirm und das passende Währungspaar dazu. Da haben wir das Pfund im Verhältnis zum US-Dollar. Und da sieht man, dass wir eben seit 2008 in dem langfristigen Abwärtstrendkanal drin sind. Der ist natürlich zugegebenermaßen etwas schwach ausgeprägt, aber was interessant ist, ist eben, dass wir hier bei rund 1,43 US-Dollar so in etwa da auf einen horizontalen Widerstand nach oben treffen. Und wenn wir uns die technische Bewertung hier auf Wochenbasis anschauen, dann haben wir da auch schon ein erstes Verkaufssignal drin, was eben darauf hindeutet, dass wir dann ein Stück weit zurückkommen können. Und auch hier bei dem Währungspaar Pfund gegen US-Dollar gelten natürlich die gleichen Regeln wie auch beim Euro gegen den US-Dollar. Wenn der US-Dollar aufgrund von entsprechenden Maßnahmen oder von der Erwartungshaltung in Bezug auf die Zinspolitik in den USA der Markt da im Vorfeld schon drauf reagiert und dann einen steigenden US-Dollar erwartet, soll natürlich auch das Pfund runtergehen. Und damit schauen wir uns das Ganze dann in der Tagesebene an. Ich habe es schon erwähnt, wie gesagt, hier die 1,44, die hatten wir im Jahr 2018 markiert und jetzt zuletzt auch annähernd nochmal angetestet. Danach ging es dann wieder zurück. Wir hatten hier eine negative Divergenz insgesamt drin mit steigenden Hochpunkten im Kursverlauf des Währungspaars in Verbindung mit fallenden Hochpunkten bei dem MACD auf der Tagesbasis. Und da wird es jetzt eben interessant, wenn es eben zu dieser oberen Trendwende kommen sollte. Und dann kann sich da eine wirklich dynamische Bewegung auch entwickeln. Wie gesagt, ist natürlich abhängig davon, was auch die
Geldpolitik macht. Aber rein von der charttechnisch zunächst sehen wir bei rund 1,38 hier die nächste Unterstützung, wenn die wirklich signifikant unterschritten wird. Und dann haben wir da ein Signal für eine Trendwende drin. Und deswegen habe ich mal so diesen Einstiegstrigger eben bei 1,37 gewählt. Das heißt, wenn wir da drunter fallen, dann würden wir eine Short-Position eröffnen. Da das ja, da wir die Short-Position ja kaufen, anders als das am Terminmarkt normalerweise der Fall ist, indem man eben einen Leerverkauf macht, sondern wir kaufen ein Short-Produkt und deswegen haben wir eine Stop-Buy-Bedingung dann bei 1,37. Das heißt, wenn wir unter 1,37 fallen, dann eröffnen wir eine Short-Position. Absichern würden wir diese Position dann mit einem Stoppkurs knapp über dem letzten Zwischenhoch und das haben wir hier eben bei 1,40 zuletzt gehabt und deswegen wird sich da ein Stoppkurs bei rund 1,41 anbieten. Das sieht auf den ersten Blick jetzt natürlich etwas komisch aus, weil das letzte markante Zwischenhoch ist ja hier bei rund 1,43. Allerdings, wie gesagt, die Einstiegsbedingung wäre ja, wir müssten unter die 1,37 fallen. Und dann ist die 1,41 doch schon ein ganzes Stück weit weg. Und dann kann man durchaus sagen, diese 1,40 war das letzte markante Zwischenhoch. Und nach unten hin die Ziele, da sind wir relativ schnell in der Region hier um rund zwischen 1,34, 1,35, je nachdem, wie dick sozusagen der Bleistift ist, mit dem man eben diese Unterstützungslinie zieht. Da haben wir die nächste Unterstützung drin und dann im weiteren Verlauf sind wir da relativ schnell auch schon in der Region hier um rund 1,30 etwa und wenn die dann ebenfalls nach unten durchbrochen wird und dann wird es mal spannend, da haben wir hier noch bei 1,27 inzwischen tief, das könnte diese ganze Bewegung nochmal bremsen, bis dahin wird es natürlich ein Stück weit dauern. Bis dahin gehe ich auch davon aus, dass wir uns wieder sehen werden und dann können wir da auf den Trade nochmal eingehen. Dann muss ich eben zeigen, wie viel Dynamik kommt da rein und oder ist es eher so eine allmähliche Bewegung, wo nicht viel Schmackes da hinten dran ist und dann muss man das eben im Einzelfall dann sich nochmal anschauen. Wie gesagt, Trading Setup wäre erst dabei für die Short-Position 1,37, wenn wir drunter fallen, dann eröffnen wir die Short-Position, der Ausstieg, der Stoppkurs bei 1,41 und die Ziele 1,35, 1,34, 1,30 bis hin zu 1,27 und mit diesem Trading-Setup übergebe ich jetzt nochmal an den Markus, bevor wir dann später dann die Einzelwerte, die schon angefragt worden sind, dann nochmal mit aufnehmen und besprechen. Ja, das gleiche Spiel kann man natürlich mit dem zweiten Trading-Setup machen. Und ich habe ja den Link in den Chat reingepostet. Probieren Sie es doch bitte einfach mal aus. Vielleicht nochmal die Ergänzung hier unten. Einfach nur den Basiswert auswählen. Da habe ich Great Britain Pounds versus US-Dollar eingegeben. Also Great Britain GBP versus US-Dollar. Und dann, ich kann es ja ganz kurz nochmal zeigen. Man kann hier oben dann einfach eingeben, Great Britain Pound, Moment, Great Britain Pound, US-Dollar und dann wählt man einfach hier den ersten Basiswert aus und dann kommt man direkt zum Basiswert. Und ich habe schon die entsprechenden Schwellen eingegeben, 1,37, Kursziel 1,30 und Stop-Loss 1,41 und wir sehen, wir haben wieder eine Short-Position, Turbo Endlos Short, die entsprechenden Produkte hier rausgefiltert und was man letztendlich machen kann, man kann dann auch hier die Achse verändern, indem man einfach mit der Maus hier drüber geht, über die vertikale Achse und dann einfach die Werte so ein bisschen oder die Linien ein bisschen groß zieht oder klein zieht. Also das heißt, einfach gerne mal entsprechend selbst rumspielen und dann bekommen Sie auch am Ende die entsprechenden, jetzt muss ich es ein bisschen kleiner machen, die entsprechenden Werte ausgefiltert. Ja, und deswegen können wir dann gleich wieder an den Steffen übergeben. Und ich glaube, es geht weiter jetzt mit den Einzelwerten, wenn ich das richtig im Kopf habe. So ist es, Markus. Da werde ich jetzt gleich mal mit anfangen. Da kam eine Frage rein.
Da war Allianz, da war ProSieben, da war Warta, da war alles möglich dabei. Mal schauen, was du Alles rausgefunden hast. genau. Ich fange mal sozusagen mit den Marktfragen im Allgemeinen an. Da kam eine Frage rein, wie denn so die Rohstoffmärkte zu werten sind. Und da habe ich zunächst mal, hoppala, da haben wir den Goldpreis auf der einen Seite, ist ja normalerweise immer ein Indikator für Inflationsängste. Nehmen die zu, sollte natürlich auch hier der Trend in Substanz gehen, eben was von der Inflation sozusagen geschützt ist. Das haben wir momentan nicht. Der Goldpreis im Gegenteil ist auf dem Weg nach unten. Wir hatten diese markante Unterstützung bei rund 1.750 unterschritten, sind dann bei rund 1.670 nach oben gedreht. Das Ganze könnte eine Art Pullback-Reaktion sein, solange wir nicht über die 1.750 wieder klettern, zeigt es Chartbild weiter nach unten und wie gesagt, wenn wir unter das letzte Tief dann fallen sollten und dann ist eben von einer weiteren Korrekturtendenz auszugehen. Wie gesagt, momentan sieht es eher negativ aus. Ein erstes Kaufsignal oder was überhaupt irgendwie in diese Richtung gehen sollte, ist derzeit nicht zu erkennen. Und vom Hintergrund mit dem Thema Zins- und Inflationsängste ist aktuell ein besonderes Phänomen zu beobachten. Der Trend geht nicht wie in früheren Jahren dann hin zu den Edelmetallen. Der Silberpreis sieht da auch nicht wirklich besonders toll aus, wo ich sage, da muss man jetzt unbedingt reingehen. Negativer sieht natürlich der Goldpreis aktuell aus. Auf der anderen Seite geht der Trend aktuell hin zu Kryptowährungen, die offensichtlich als moderner Ersatz gesehen werden für Gold, für eben die Suche nach einer Anlageklasse gegen eine Inflationsangst. Muss man mal schauen, was da rauskommt. Wie gesagt, also beim Goldpreis speziell sehe ich momentan noch kein Anzeichen für eine Trendwende. Dann gehen wir weiter zum Ölpreis. Da habe ich die US-Sorte WTI mal mitgebracht. Da ist natürlich schon ein Stück weit viel positive Konjunkturentwicklung drin, die den Ölpreis da nach oben geschoben hat. Dann haben wir auf der anderen Seite natürlich eine seltene Einigkeit der OPEC-Plus-Staaten unter der Führung von Saudi-Arabien, die ja da den Daumen drauf haben auf den Förderquellen. Da ist zuletzt ja eigentlich erwartet worden, dass diese geöffnet werden und zwar auf einen Schlag. Und das hat eben die OPEC Plus unter eben, wie gesagt, Führung von Saudi-Arabien nicht gemacht, sondern da hat man sich darauf verständigt, dass das eher sukzessive sein soll, die Öffnung. Und mit einem weiter positiven Konjunkturverlauf sollte natürlich die Nachfrage nach Öl dann auch besonders hoch sein. Insofern sehe ich beim Ölpreis da einen weiteren Trend nach oben. Davon können natürlich auch die Ölaktien profitieren. Ich habe eine Chevron noch mit dabei. Ich hoffe, dass da die Zeit reicht, dann nochmal drauf einzugehen. Also wie gesagt, der Ölpreis soll parallel mit der positiven Konjunkturerwartung weiter nach oben zeigen. Und dann habe ich hier noch so eine Mischung irgendwo zwischen Edelmetall und Industriemetall. Der Platinpreis saisonal natürlich ohnehin in den ersten Wochen des Jahres immer stark. Jetzt gab es dann zuletzt einen kleinen Rücksetzer, zeigt aber wieder nach oben und auch da könnte der Preis weitergehen. Und ich gehe mal davon aus, dass das vor allem eher als aufgrund der Eigenschaft als Industriemetall zu sehen ist und weniger im Sinne von der Wertanlage. Was man auch schön sehen kann, habe ich jetzt gerade nicht vorbereitet, aber andere Industriemetalle wie Aluminium oder Kupfer, die ziehen ja auch sehr schön nach oben. Und das ist eben auch eine Art Frühindikator für die weitere Konjunkturentwicklung. Da geht man schon davon aus, dass das im weiteren Jahr sehr ordentlich und auch im kommenden Jahr sehr ordentlich anziehen wird. Nicht nur in China, wo wir jetzt zuletzt sehr positive Daten hatten. US-Arbeitsmarkt war zuletzt auch sehr positiv. Da hatte man zumindest im Februar eher mit einer, naja, kleinen Abschwächung gerechnet. Das war dann doch eher positiv und wie gesagt, da insgesamt gehen die Märkte von einer sehr robusten Konjunktur aus, von einer sehr schnell ansteigenden. Dieses Thema Corona-Pandemie rückt immer mehr in den Hintergrund und die Wirtschaft soll es sich erholen und entsprechend hoch ist die Nachfrage dann auch nach Industriemetallen und eben auch nach dem Ölpreis. Soweit im Großen und Ganzen jetzt erstmal zu den Rohstoffmärkten und
dann ja, sind Sie mir nicht böse, dass ich nicht jeden kleinen Einzelwert mit im Fokus habe. Also das Universum sozusagen der zu analysierenden Werte bezieht sich in erster Linie mal auf die Underlyings, auf die Basiswerte, wo es eben Derivate drauf gibt, wo es Turbos oder Optionsscheine drauf gibt. Da kam jetzt zum Beispiel eine Frage noch nach Nickel rein. Habe ich jetzt nicht im Fokus momentan, denn das sind diese Industriemetalle werden, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch irgendwelche Derivate, verbrieften Derivate drauf gibt. Gab es früher mal, aber es steht nicht wirklich so im Fokus selbst. Dann, was haben wir da noch? Platin, genau, hatte ich schon erwähnt. Dann kam eine Frage zur Allianz rein. Ja, das sieht es momentan ganz gut aus. Der Konzernumbau läuft. Das honorieren natürlich die Aktienmärkte positiv. Das ist immer aktuell. Oder ja, zuletzt aus dieser Konsolidierungsphase um rund 200 US-Dollar, sage ich schon, Euro nach oben ausgebrochen. Jetzt haben wir hier so eine kleine Widerstandszone, die bis rund 220 reicht. Ich gehe allerdings davon aus, dass wir da nach einer kleinen weiteren Konsolidierung dann wieder nach oben ausbrechen und dann auch über das bisherige Jahreshoch hier ansteigen werden. Also sieht ganz, ganz gut aus eigentlich bei der Allianz. Genau, dann machen wir weiter mit, was kam da rein? Fresenius war gefragt. Da habe ich jetzt mal die Wochenbasis mitgebracht. Und ja, also man sieht ja sehr schön auf der langfristigen Basis, auf der Wochenbasis, der Trend zeigt weiterhin nach unten. Wir haben keine Anzeigen, dass eine Trendwende bevorsteht. Wir haben zwar, das ist das Einzige, was zumindest einigermaßen positiv zu werten ist, der jüngste Rücksetzer ist nicht mehr unter den Rücksetzer vom März des vergangenen Jahres zurückgegangen. Das war etwas stabiler. Allerdings, um da eine Trendwende erkennen zu können, müssten wir schon über das letzte markante Zwischenhoch klettern. Das heißt, hier irgendwo über die Region um rund 42 Euro sollte der Kurs ansteigen können, bis wir ein erstes Signal haben, dass dieser seit 2017 anhaltende Abwärtstrend sich dem Ende neigt. Also wie gesagt, momentan sieht es noch negativ aus, kann man im Auge behalten, wenn es da wirklich mit einem Ausbruch ein Kaufsignal gibt. Dann kam die Frage rein nach einer Adobe. Die hat im Zuge dieser Konsolidierung, die wir im Prinzip das letzte halbe Jahr jetzt gesehen haben, die Übertreibung, die sich aus dem Anstieg vom März bis zum Sommer des letzten Jahres ergeben hat. Die ist mittlerweile abgebaut. Wir sind hier wieder auf einem Niveau angelangt, wo es interessant ist. Und von der charttechnischen Seite her sind wir an der Unterseite der Seitwärtstendenz der letzten Monate und gleichzeitig an der Unterseite des ja, mittel- bis langfristigen Aufwärtstrendkanals. Da wird es langsam wieder interessant. Da könnte man allmählich schauen, ob man da vielleicht irgendwie reinkommt an der Unterseite, vielleicht irgendwo so mit Notierungen bei 440 und dann den Stoppkurs vielleicht so bei 410. So ungefähr wäre im Trading Setup auf der Long-Seite möglich und das Ganze lässt sich dann ausbauen, wenn wir klar über die 500 steigen, dann haben wir ein prozyklisches Kaufsignal, dann könnte man hier nochmal nachlegen, die Position prozyklisch ausbauen und dann ist von weiter steigenden Kursen auszugehen. Dann haben wir eine Alphabet, da gibt es eben auch hier eine kleine Konsolidierung in den letzten Wochen. Der Jahresauftakt, der Januar war ja bis Anfang Februar war ja sehr positiv, das sind wir jetzt sehr deutlich nach oben gesprungen. Jetzt haben wir auf der Unterseite hier knapp unter 2000 US-Dollar eine Unterstützung drin. Nach oben haben wir 2150 einen kleinen Widerstand drin. Wenn wir hier nach oben ausbrechen, ist davon auszugehen, dass sich der Trend sehr steil fortsetzen wird. Man kann hier versuchen, weil wir aktuell ja wieder jetzt im heutigen Verlauf ein Stück weit zurückgekommen sind, dass man versucht, hier irgendwo bei 2050, 2040, also aktuell sind wir bei 2056 US-Dollar, wie gesagt, so um das aktuelle Niveau, dass man da versucht, eine Long-Position mit mittelfristigem Hintergrund aufzubauen und den ganzen Trade dann irgendwo mit einem Stoppkurs bei so rund 1940, 50 versucht abzusichern. Das heißt, wenn es hier wirklich, wenn die 2000 nachhaltig nach unten verlassen wird, dann hätten wir ein Trendwendesignal drin. Dann möchte ich auch nicht mehr da in der Long-Position drin sein. Und aktuell wird sich allerdings ein schönes Chance-Risiko-Verhältnis ergeben im Hinblick darauf, dass die Rallye eben weiter nach oben zeigt. So, dann kam noch eine Frage rein.
Muss gerade mal gucken, Fresenius Medical Care. Gehen wir auch kurz auf den Wochenchart rein. Das machen wir ganz spontan mal. Eben eine Frage, da haben wir es so bei rund 55 Euro. Ja, plus, minus 1, 2 Euro. Haben wir eine klare Unterstützung drin. Momentan hat diese, oder jetzt hat im Zuge des letzten Rücksetzes, hat diese markante Unterstützung wieder gehalten. Wenn die allerdings nach unten durchbrochen wird, dann ist mit einem ordentlichen Schub nach unten auszugehen. Dann sollte ein weiterer Einbruch folgen. Von einer weiteren Aufwärtsbewegung ist da momentan noch nicht viel zu erkennen. Ich würde da erstmal abwarten. Das Ganze wäre mir momentan etwas zu heikel, da mich zu positionieren. Einfach mal schauen, wie die Entwicklung der nächsten Wochen ist, ob es da vielleicht dann auch erste Kaufsignale gibt. Momentan sind wir da im neutralen Bereich. Wie gesagt, wenn wir da klar unter die 55 fallen, beziehungsweise unter das Tief des vergangenen Jahres, dann haben wir ein trendfolgendes Verkaufssignal und dann kann ich mir vorstellen, dass es da nochmal eine steile Abwärtsbewegung gibt. Dann haben wir eine Altria Group. Da ist es eben nach dem Jahreswechsel zu einem Trendwechsel gekommen und da sind wir aktuell an der Widerstandszone bei rund 50 US-Dollar dran. Da kann ich mir vorstellen, dass es eine kleine Konsolidierung gibt und das wird an dem weiteren Verlauf hier eben dann auch weiteren Jahresverlauf hier nach oben ausbrechen. Ist momentan interessant zu beobachten. Kaufen würde ich da momentan nicht. Aber wie gesagt, ich würde auf weitere Signale mal warten. Kann man vorstellen, dass der begonnene Trend sich im weiteren Jahresverlauf weiter fortsetzt. Dann haben wir eine Beyond Meat. Im Großen und Ganzen haben wir eine Seitwärtsbewegung drin. Solange allerdings die Region um rund 110 hält, ist davon, oder sage ich mal, ergibt sich noch kein negatives Bild. Da kann sein, dass wirklich hier der Trend weiter nach oben geht. Ist jetzt auch nicht unbedingt mein Lieblingskandidat. Wie gesagt, da muss ich erst mal zeigen, ob sich wieder Trenddynamik aufbaut. Momentan im charttechnischen Niemandsland, ohne dass es Signale gibt. Ja, derjenige, der die Aktie im Depot hat oder der sich dafür interessiert, einfach mal schauen. Gefährlich wird es, wie gesagt, unter der 110. Da kann sein, dass da durch das dann entstehende Verkaufssignal dann auch nochmal ein ordentlicher Schub nach unten reinkommt. Dann haben wir interessant aktuell, ich habe gelesen, die Flüge nach Mallorca sind ausgebucht. Da werden mehr oder weniger schon fast Höchstpreise verlangt, was in den vergangenen Jahren um diese Jahreszeit bei Weitem nicht der Fall war. Da lag man fast 50% unter dem aktuellen Preisniveau, was für Flüge nach Mallorca momentan ausgerufen werden. Und da sieht man eben das Bedürfnis nach einem Ende der Corona-Pandemie, nach einem Ende des Lockdowns, nach Lockerungen an sich. Und der Reisebedarf ist natürlich dann auch irgendwo da. Wir hatten fast das ganze letzte Jahr Einschränkungen, die mehr oder weniger scharf waren. Und jetzt mit einem fortschreitenden Ende der Corona-Pandemie, das dann hoffentlich in den nächsten Monaten auch mal erreicht wird, ohne größere Rückschläge, sind natürlich dann auch Reiseaktien und damit auch natürlich verbunden Airline-Aktien gefragt. Ein Airbus ist hier bis an die 100 ran oder sogar drüber gestiegen. Und momentan haben wir eben hier eine Konsolidierung, eine kleine, um die Region von 100 Euro. Auch da rechne ich damit, dass wir im weiteren Jahresverlauf da noch ordentlich nach oben klettern können. Und zwar mit jedem Impuls, das eben auf ein weiteres Stück Ende der Corona-Pandemie hindeutet, hin zur Normalität wieder. Da dürften sich dann unter anderem eine Airbus oder hier eine Lufthansa weiter erholen. Auch da sind wir an einem aktuellen Widerstandsbereich dran, bei rund, ja, so 13 Euro, wenn wir da drüber klettern. Ich kann mir vorstellen, dass nach so einer üppigen Bodenbildung dann es hier eine kleine Pullback-Reaktion nochmal gibt nach einem Ausbruch und dass wir dann eben in den weiteren Monaten da sehr steil nach oben klettern könnten, eben im Hinblick unter Voraussetzung, dass es eben weitere Lockerungen gibt, dass es weitere Lichtblicke gibt im Hinblick eben auf die Corona-Pandemie. Dann eine Delivery Hero ist momentan ganz interessant. Wir sind zurückgefallen jetzt, nachdem die Aktie ja Anfang des Jahres sogar bis auf fast 150 geklettert ist, sind wir jetzt zurückgefallen auf die 100. Den hier eingezeichneten Trendkanal würde ich mal
vernachlässigen, denn ja, der ist wirklich sehr, sehr, sehr schwach ausgeprägt. Interessanter ist da schon die Unterstützung an der Rundenzahl bei 100. Die sollte nicht unterschritten werden, denn sonst eröffnet sich weiteres Korrekturpotenzial. Und da sind wir dann ganz, ganz schnell auch in der Region mal knapp über 80. Und wenn eben die 100 hält und wir hier vielleicht so über die 112 klettern, dann haben wir ein erstes leichtes Kaufsignal drin, dann könnte man da vielleicht mit einer Stop-Buy-Bedingung arbeiten, indem man sagt, okay, 112 eröffne ich eine spekulative kurzfristige Long-Position, sichere das Ganze irgendwo mit 98 ab und würde dann, wenn der Kurs weiter klettert, eben ohne die letzten markanten Tiefpunkte den Stoppkurstrend folgend weiter mit anheben. Dann eine Danone, auch interessant, da ist der Vorstandschef aufgrund des Aktionärsdrucks gefeuert worden. Faber hieß der gute Mann und jetzt haben sie da eben den Wechsel drin und die Börse feiert das natürlich mit einem Anstieg über die Widerstandszone bei rund 60 Euro. Wir haben es noch nicht nachhaltig nach oben geknackt, allerdings es sieht schon sehr positiv aus, wenn die Aktie da weiter klettert und dann kann ich mir vorstellen, dass dieser Trend sich auch im weiteren Vierjahresverlauf fortsetzt. Wir haben da zunächst eine Widerstandszone bei 66 drin, die dann getestet werden sollten und dann kommen eben auch die Hochpunkte vom vergangenen oder vorvergangenen Jahr wieder allmählich ins Blickfeld. Dann eine NL ASA, ja, ist immer mal wieder gefragt, Wasserstoffaktien oder genau, da sind wir zurückgekommen, haben jetzt testen momentan so die Region 2,20 bis 2 Euro. Muss man schauen, es hat sich etwas stabilisiert, es sind noch keine Kaufsignale drin, können allerdings in Kürze kommen, würde ich mal auf der Beobachtungsliste lassen, genauso wie eben eine PowerCell, auch da gab es zuletzt einen Rücksetzer. Man sieht hier von der Übertreibung her, von der technischen Bewertung her, sind wir in eine Untertreibung reingelaufen, zumindest im kurzfristigen Bereich. Was jetzt hier eben fehlt, sind entsprechende charttechnische Kaufsignale. Auf der anderen Seite, wenn man es anders formuliert, die Region um rund 25 sollte nicht mehr unterschritten werden, sonst hätten wir ein trendfolgendes Verkaufssignal. Solange das der Fall ist und der Kurs hier zumindest etwas auspendelt, nimmt das Positive schon so leicht zu und dann muss man eben mal schauen, wo es hier vielleicht so bei 32, wenn wir da drüber gehen, dass wir da ein erstes Kaufsignal wieder drin haben. Würde ich aktuell auch noch ein bisschen auf Beobachten halten. Dann eine Chevron, ich habe es schon erwähnt, die Ölpreise steigen, damit steigen natürlich auch die Kurse der Ölaktien. Hier eine Chevron ganz weit vorne, da sind wir jetzt über die 100 wirklich mit hoher Dynamik geklettert. Ich gehe mal davon aus, dass wir da nochmal in den nächsten 1-2 Wochen eine Art Pullback-Reaktion sehen können, dass wir da nochmal ein kleines Stück zurückkommen. Ob es die 100 nochmal wird, weiß ich nicht. Kann auch sein, dass wir an der 105 schon nach oben drehen. Aber wie gesagt, rein von der charttechnischen Seite sieht es so danach aus. Es könnte einen kleinen Rücksetzer geben, mittelfristig deutet es aber, oder sieht es danach aus, als ob wir weiter nach oben klettern. Deswegen wird sich dann ein kleiner Rücksetzer für den Aufbau einer Long-Position anbieten. Dann haben wir eine Emerson, die ist nach wie vor interessant. Wir haben hier wirklich Übertreibungen, die wir im Sommer letzten Jahres drin hatten, mittlerweile komplett abgebaut. Die markante Unterstützung hier bei 2.900 hat hier Anfang des Monats einmal mehr gehalten und da, also wir haben jetzt noch kein Kaufsignal an sich drin. Es ist allerdings auch so, dass wir kein Verkaufssignal drin haben. Jetzt kann man auf der einen Seite natürlich warten, bis wir ein Trendfolgesignal nach oben hin haben. Das sind wir irgendwo bei Notürem über 3.500, 3.600 Punkte. Dann sieht es danach aus, als ob der Trend wieder an Stärke gewinnt. Auf der anderen Seite, wie gesagt, die Unterstützung bei 2.900 ist sehr markant. Da kann man jetzt versuchen, irgendwo bei knapp über 3.000 eine spekulative Long-Position aufzubauen und die dann irgendwo bei 2.800 absichern. Da hat man ein schönes Verhältnis von Chance zu Risiko. Vor allem im Hinblick darauf, wenn dieser Trend hier in den kommenden Wochen und Monaten weiter nach oben geht. Da schauen wir mal ganz kurz auf den Wochenchart, dass man sich das in etwa mal vorstellen kann. Wir sind hier wirklich an die Unterseite des langfristigen Aufwärtstrendkanals herankonsolidiert und sind hier auch mittlerweile auf einem Niveau von der technischen Bewertung auf der langfristigen Ebene, was nicht mehr teuer ist. Das heißt, da kann ich mir vorstellen, dass es in den nächsten Monaten hier
nochmal ordentlich nach oben gehen kann, solange eben, wie gesagt, die Unterstützung bei 2900 nicht fällt. Eine Unterstützung haben wir hier auch bei der Facebook drin, bei rund 245 US-Dollar. Auch die sollte nicht fallen. Von der Formationsseite her haben wir da ein fallendes Dreieck. Wenn wir da nach oben ausbrechen, wäre ein trendfolgendes Kaufsignal drin. Ich würde allerdings warten, bis wir hier über die 290 klettern. Wie gesagt, Kurse unter 245 wären dann eher als Verkaufssignal zu werten. Dann ist eine Warte noch gefragt worden. Ist aus meiner Sicht interessant. Wir haben die Übertreibung abgebaut, die wir hier noch zum Jahresauftakt hatten. Ist hier unten klar im MRCD auf der Tagesbasis zu erkennen. Jetzt sind wir hier im klar überverkauften Bereich und wir haben auf der anderen Seite eine markante Unterstützungszone bei rund 100 drin. Das heißt, wenn wir hier nochmal ein paar schwächere Tage sehen, dann kann man versuchen, hier irgendwo zwischen 105 und 106 vielleicht nochmal reinzukommen. Stoppkurs dann bei irgendwo 97 so ungefähr wäre ein schönes Verhältnis von Chance zu Risiko. Und dann eben, wenn wir da drüber gehen, spätestens über der 120, hätten wir dann ein trendfolgendes, ein aufwärtstrendfolgendes, ein positives Kaufsignal. Und dann könnte man eben diese Long-Position nochmal positiv pyramidisieren. Das heißt, man kauft in die Kursstärke rein und baut dann diese Position aus. Das heißt, momentan eher mit halber Kraft einsteigen. Und wenn es dann wirklich die Kaufsignale, die trendfolgenden Kaufsignale gibt, dann kann man da nach oben nochmal nachkaufen. Dann Aktien mit weniger Volatilität könnten auch interessant sein. Ja, natürlich. Ist interessant, ich habe eine Alphabet vorhin mal mit erwähnt, da ist die Volatilität jetzt zurückgekommen, da sind wir irgendwo im Bereich 31, 32, finde ich schon ganz interessant für eine Aktie mit dem bisherigen Kursverlauf, da kann man durchaus auch auf den Call setzen, anstatt dass man Turbo Long nimmt. Können davon profitieren, vor allem wenn es dann auch runtergeht und das dann die implizite Volatilität ansteigen würde, würde man wahrscheinlich mit einem Call besser fahren. Ja, dann sind noch ganz, ganz viele Werte gekommen, JD.com, eine Tencent, also die chinesischen Werte, die waren sehr, sehr hoch, sind ein Stück weit zurückgekommen, jetzt mal ganz allgemein, eine Tencent, Baidu, was auch immer, da sieht es danach aus, als ob wir da in den nächsten Wochen vielleicht mal wieder interessante Einstiegsniveaus sehen können. Momentan ist alles noch ein bisschen zu hoch, da würde ich einfach mal abwarten. Und genau, Wasserstoffaktien hatten wir, dann kam noch eine Frage rein, jetzt, obwohl ich schon überzogen habe, letzte Aktie, eine BioNTech oder vergleichsweise eine Moderna, warum können die nicht davon profitieren, dass Probleme bei AstraZeneca da sind? Auf der anderen Seite hat AstraZeneca auch nie davon profitieren gekonnt, dass zum Beispiel die EU einen Großteil ihres Wirkstoffs gekauft hat. Der Aktienkurs war da nicht wirklich überzeugend. Ich zeige es nochmal am Ende, damit man es eben sehen kann, hier der Verlauf der letzten paar Jahre, da geht es eher nach unten. Es fehlt momentan so ein bisschen die Fantasie drin, wieso es mit den Werten nach oben weitergehen kann. Ich gehe mal davon aus, dass die Corona-Gegenmittel, die Impfstoffe sind soweit in den Kursen mit drin, auch zu den bekannten Preisen, zu denen die Impfstoffe eben angeboten werden. Und jetzt fehlt sozusagen der nächste Blockbuster in der Pipeline dieser Unternehmen, was dann weitere Kursfantasie anheizt, sodass da eben sich der nächste Trend nach oben ergeben könnte. Also da muss man einfach mal schauen, was kommt jetzt hinterher. Das Thema Corona dürfte weitgehend gegessen sein im Aktienkurs und da einfach mal gucken, was bieten die Unternehmen noch an weiteren Entwicklungen. Soweit viele Worte, viele Aktien, viele Einzelwerte. Das war's von meiner Seite aus. Ich freue mich schon aufs nächste Webinar mit Ihnen und übergebe jetzt am Ende an den Markus, der Ihnen dann zum Schluss nochmal sagen kann, was in der nächsten Woche dran ist. Ja, perfekt. Kurz vom Schlusswort. Danke dir für den Aktiencheck und den Schnelldurchlauf. Ich hoffe, dass oder ich glaube, dass für den meisten oder für die meiste etwas dabei war. Insofern danke nochmal für den Rundumschlag. Ja, nächste Woche wird es, glaube ich, auch wieder spannend und dann wird das Thema Rohstoffe auch nochmal angeschnitten und wir kommen zum Themenblock fundamentale Marktanalyse und hier das Thema Corona und Digitalisierung starten neuen Rohstoffsuperzyklus und das Thema wird von Benjamin Feingold von Feingold Research bearbeitet.
Ja, und mein Kollege Falco Block übernimmt dieses Webinar. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei dir, Stefan, Ingmar, für eure ausführlichen Details, Ausführungen und natürlich auch Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Danke für die interessanten Fragestellungen. Ich hoffe, wir konnten die meisten beantworten. Ja, wünsche Ihnen einen schönen Feierabend. Bleiben Sie gesund weiterhin und Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche. Und wir uns freuen, wenn Sie nächste Woche wieder mit von der Partie sind. Dankeschön. Tschüss. Ja, und jetzt schlussendlich sage ich natürlich auch noch vielen, vielen Dank. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche auch noch einen schönen Abend. Weiterhin gute Trades natürlich für die nächsten Tage und Wochen. Und dann freuen wir uns aufs nächste Webinar. Bis dahin, das Wichtigste ist, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut. Ciao.